Vielen Dank, Frau Kollegin Nicolai. Herr Kollege Stadler. Herr Präsident, ich habe auch gegen diesen Bericht gestimmt, wie ich auch übrigens gegen den Bericht Kelam und Tarrant gestimmt habe, und zwar aus den gleichen Gründen, die Mutatis Mutandis auch schon zum Bericht Danjean genannt wurden. Ich möchte Sie aber in diesem Punkt noch ergänzen. Dieser Bericht, der ist in zwei entscheidenden Dingen außerordentlich unklar. Was ist die Verpflichtung, mit allen Mitteln einen Beistand zu leisten? Was bedeutet alle Mittel? Das geht ja weit über die Beistandsverpflichtung in der NATO hinaus. Zweite Unschärfe in der Definition. Was sind von Menschen verursachte Katastrophen? Jeder Krieg ist eine von Menschen verursachte Katastrophe, die dann eine Beistandsverpflichtung der Mitgliedsländer auslösen soll. Ich sage es noch einmal, das ist für jemanden, der aus einem neutralen Land kommt, inakzeptabel. Das sind derartige Unschärfen, die es mir nicht gestattet haben, diesen Bericht, den ich ansonsten von der grundlegenden Zielsetzung her, nämlich in Katastrophen sich gegenseitig beizustehen, durchaus unterstützen könnte, aber diesem Bericht deswegen nicht die Zustimmung geben konnte. Vielen Dank, Herr Kollege Stadler. Es folgt Frau Kollegin Makovej. Jeglicher EU-Mitgliedstaat kann getroffen werden von einem menschenverursachten Katastrophe oder von einem terroristischen Angriff. Wir müssen in der Lage sein, dann rasch zu reagieren und